Auch erstmal nochmal jetzt Martin Seibert, nächster Vortrag. Auch nochmal allgemein danke von der deutschen Community sozusagen, dass du diesen Raum hier bereitstellst. Sehr gern. Dass deine Leute hier mithelfen. Frage, sollen wir vielleicht noch eine kurze Pause machen, weil die Toilette die ganze Zeit jetzt belegt ist und so. Wir haben ganz viel Zeit, habe ich gehört. Wollt ihr... Also es kommt danach sowieso eine Pause, wenn Martin fertig ist. Wäre natürlich aber da... keiner soll aber wenn wir jetzt so durchsprinten, dann sind wir auch schnell durch. Also insofern... Okay, es bewegt sich gerade keiner. Insofern würde ich vorschlagen, fange ich einfach mal an. Vielen herzlichen Dank, auch für regelmäßige Erwähnungen und so weiter. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass es so viele Leute gibt, die sich dazu bereit erklärt haben, hier was vorzutragen. Ich will jetzt in den nächsten 20, 30 Minuten versuchen, euch mal ein bisschen darzustellen, was wir so in den letzten 12 Monaten gemacht haben. Wir sind gestartet im September 2018 mit ERP Next. Also ein gutes Jahr, 13, 14 Monate jetzt. Und die letzte Veranstaltung, wer weiß es genau, war auch, glaube ich, irgendwie November. Ich glaube sogar Ende November. Kann sich irgendjemand genau erinnern? Ich weiß es nicht mehr. Aber ungefähr ein Jahr her. Und wenn du mich letztes Jahr gefragt hättest, wie weit seid ihr nächstes Jahr? Dann hätte ich gesagt, ach, da könnte ich übrigens auch mal schauen. Das ist sozusagen mein, ich habe in der Vorbereitung dieses Vortrags einen Blogartikel geschrieben, in dem schon drin steht, was ich jetzt erzählen will. Hat den schon jemand von euch gelesen? Du hast ihn zumindest schon geliked, habe ich gesehen. Also okay, ein paar Hände gehen schon hoch. Das könnte jetzt furchtbar langweilig für euch werden. Aber ihr könnt ja diesen Blogartikel benutzen, um zu prüfen, ob ich an alles denke, was ich aufgeschrieben habe. Und mir dann sozusagen soufflieren, was noch fehlt. Jedenfalls in diesem Blogartikel habe ich auch noch mal den alten Vortrag, also das ist jetzt nicht der Vortrag, den ihr jetzt seht, sondern das ist aus dem letzten Jahr eingefügt. Und da spreche ich so ein bisschen darüber, warum wir eigentlich ERP Next genommen haben. Seibert Media ist seit einigen Jahren profitabel als Unternehmen. Eigentlich war, ist auch egal. Also wir hätten jedenfalls auch Geld, um SAP einzuführen, um Salesforce einzuführen. Der Matthias Thürling ist hier. Herzlich willkommen übrigens. Du hast früher bei der NIDA gearbeitet. Da habe ich mit dem Tilman Au gesprochen. Er sagt, ja, wir führen jetzt SAP ein und hat das, also das, er war stolz. Der war richtig stolz und das war bestimmt auch ein großer Erfolg bei euch. Ich habe nie mehr was davon gehört anschließend. Das ist ja meistens ein gutes Zeichen für IT-Projekte. Und dann habe ich gesagt, alles klar, hat die NIDA früher schon gemacht, ganz viele andere machen das auch, können wir auch SAP angucken. Haben wir uns das angeguckt und hört euch diesen Vortrag an, um zu verstehen, warum wir das doch nicht gemacht haben. Was mich genervt hat, ist, jetzt in den letzten 12 Monaten, wenn ihr mich letztes Jahr gefragt habt, wie weit kommt ihr denn? Dann habe ich gesagt, naja, das nächste Mal, wenn ich vortrage, dann mache ich das wie der Dominik Ottenbreit von ESO Electronic. Hat den Vortrag jemand gesehen von euch letztes Jahr? Cooler Vortrag, ja? Also der ist schon so richtig drin in dem Thema. Der schreibt schon Rechnungen, der konfiguriert da seine Bombs und dann wird automatisch produziert. Also eigentlich, sein ganzes Geschäft läuft nur noch über ERP Next, das ist super. Also so knapp vor der Weltherrschaft, würde ich sagen. Und da ist alles klar, also in 12 Monaten ist Seibert Media genau da. Alles läuft über ERP Next. Die Realität ist leider, dass wir eher so bei 5% von, naja, vielleicht hätte ich letztes Jahr gesagt 80%, da kommen wir an. Also sozusagen, hier ist mein Luftschloss an Ideen, was wir alles mit ERP Next machen können. Und 80% davon, also hier rechter Teil, den habe ich da noch nicht, aber das habe ich schon. Die Realität ist, ich habe jetzt sozusagen so ein kleines Eingangstürchen, das so richtig funktioniert. Fertig ist das. Fast. Das sind so, wir sind 170 Mitarbeiter, so etwa 10 arbeiten täglich mit ERP Next, also produktiv. Da gibt es dann noch 7 Entwickler und noch eine ganze Menge andere Leute, die loggen sich ein, um mal was anzugucken. Aber das interessiert uns ja eigentlich nicht, das ist keine produktive Nutzung. Die bereiten irgendwas vor, die testen was und so, da verdienen wir kein Geld mit. Also wir haben 5 bis 10 Leute, die wirklich damit arbeiten. Was jetzt nicht so viel ist, wenn man 170 Leute hat, die theoretisch mitarbeiten könnten. Und trotzdem lohnt sich das für uns. Ich habe jetzt übrigens beschlossen, dass ich nicht mit euch scrolle, sondern ihr mir einfach zuhören müsst. Warum lohnt sich das? Obwohl da so wenig mitarbeiten, die einfache Antwort ist, wir verdienen damit Geld. Wir verdienen damit deutlich mehr Geld, als wir umsetzen könnten,
wenn wir keinen ERP Next hätten? Was ja auch der Grund ist, warum man so eine Software einführt. Also geht um Effizienzgewinne, es geht auch. Was mein Prof in der Uni, als ich BWL studiert habe, der sagte, die IT, das ist ein Enabler. Also die machen so Dinge möglich. Also hast du immer noch sozusagen das Geschäft und dein Geschäftsprozess und so, der hat eigentlich mit der IT nicht unbedingt was zu tun. Der Kunde will irgendwas. Bei uns zum Beispiel will der eine Lizenz. Der will eine Software-Lizenz von Atlassian Confluence oder von Jira oder von Bitbucket. Irgendwas, was dieser komische australische börsennotierte Softwarehersteller herstellt, kommt zu uns, wir schicken dem eine Rechnung, kriegt einen Lizenzcode, bezahlt die Rechnung, alle sind zufrieden. So ein bisschen wie beim Aldi an der Kasse, wo man sich dann so eine Traube oder vielleicht ein paar mehr kaufen kann. Und also wir machen einen Lizenzhandel. Und in diesem Lizenzhandel gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die sind total lästig und die kosten viel Zeit. Jetzt hat dieser Hersteller ist jetzt irgendwie vor 2-3 Jahren an die Börse gegangen und die sind sehr erfolgreich. Also als sie in die Börse gegangen sind, war deren Marktkapitalisierung, ich glaube, 8 Milliarden. Jetzt ist deren Marktkapitalisierung, ich glaube, 30 Milliarden oder so. Also sind die sozusagen auch viel größer noch geworden, wobei 8 Milliarden ja auch schon ganz schön viel Kohle ist. Und die verkaufen, das, was wir verkaufen in Deutschland, ist so Enterprise-Software. Also behind the firewall kann man selber installieren, so wie ERP Next übrigens auch. Gell? Könnt ihr sich selber überlegen, kann ich mit Frapper hosten, habe ich nichts mehr zu tun, Cloud, Software as a Service. Oder lade ich von GitHub runter, deploy ich selber auf meinen eigenen Servern, habe alles unter Kontrolle, DSGVO-konform, alles super. Und wir haben dann sozusagen in diesem Geschäft, will Atlassian gerne, dass alle zu Cloud-Kunden werden. Deshalb machen die diese Server-Software immer teurer. Und dann gibt es also sie machen eine Preiserhöhung letztendlich. Und die Kunden kommen dann zu uns und sagen, naja, bevor diese Preiserhöhung wirksam wird, hätte ich von dir gerne noch mal eine Lizenz. Und zwar so lange in die Zukunft, wie es geht. Relativ einfaches Konzept. Ja, ich habe hier diese Traube, die kostet normalerweise 50 Cent. Ab morgen kostet die 1,50, findet ihr scheiße, kauft euch also so viel Trauben wie möglich. Und da wir ja keine Trauben verkaufen, sondern Software, wird die auch nicht schlecht. Jetzt habe ich das Problem, dass wir in unserem Lizenzteam nur 5 bis 10 Leute sitzen haben. Also eigentlich sind es eher 5. Und die anderen helfen vielleicht so ein bisschen aus. Und dann, also sagen wir, du willst jetzt eine Lizenz haben, Olli, gell? Und das kostet mich, egal was für eine Lizenz das ist, ob die 300.000 Euro kostet oder 30 Euro, ist egal. Diese Transaktion kostet mich, wenn ich das alles manuell mache, sagen wir mal 45 Minuten. Das ist doof. Weil wenn das 30 Euro kostet, lohnt sich das schon gar nicht. Für 300.000 Euro lohnt sich das, aber da sind andere Probleme. Jetzt in so einem Monat, im letzten Monat, haben wir aber sozusagen das 20-fache an Volumen. Das sind viel, viel mehr Transaktionen. Und wenn wir das nicht vorher schon automatisiert hätten und jetzt ein Teil von ERP Next war, mehr automatisieren. Man musste dann so zu Atlassian gehen und sagen, hier, liebe Atlassian-Jungs, ich will dem Olli jetzt für 30 Euro diese Lizenz anbieten, zum alten Preis. Ja? Wenn ich das nämlich nicht mache, dann kann ich das später nicht mehr einkaufen. Also nur, wenn ich das Angebot bei Atlassian hinterlege, dann sichern die mir auch den Preis. Dauert nicht lang, sagen wir mal 13 Minuten oder so, habe ich das zusammengeklickt. Nur wenn du 2000 Mal das machen willst, dann ist es irgendwie doof. Weil 2000 mal 13 Minuten sind deutlich mehr als 2000 mal 45 Sekunden. Und das war sozusagen das, was wir als erstes, diese 5%, wir sind hingegangen und haben gesagt, okay, das ist ja super, ERP Next, da machen wir die ganzen Artikel rein. Da brauchen wir die nicht mehr auf dieser Oberfläche von Atlassian, die ist ja eh viel zu lahm, das machen nämlich alle anderen Partner ja auch. Ne? Also wir sind ja nicht die Einzigen, die das verkaufen. Die ganzen anderen Partner da draußen auf der ganzen Welt klicken sich auch gerade Angebote zusammen. Das heißt, deren Server sind scheiße langsam. Und ganz abgesehen davon, dass es sowieso lange dauert. Und dann haben wir gesagt, okay, das lagern wir aus. Wir importieren, insgesamt waren das, ich muss mal kurz nachgucken, 170.000 Artikel. Also gibt es ganz viele Permutationen von diesen Artikeln und so weiter. Und das ist so ein bisschen wie eine Kassiererin beim Aldi oder ein Kassierer. Wissen unsere Lizenzjungs dann genau, das ist die Artikelnummer so und so, die der Kunde jetzt einkaufen will, geben das ein und können in wenigen Sekunden quasi diesen Kassenbon zusammenstellen. Dann gibt es ganz viele Kunden, die sagen, ich bräuchte noch mal eine Variante, vielleicht habe ich doch nicht nur 25, sondern 50 User, mach mir also 2 Angebote, können wir das einfach duplizieren. Und
Das ist das, was wir mit EPNX gemacht haben. Nur diese Vorbereitung der Angebote, die bei Atlassian erstellt werden. Der Rest war eh schon automatisiert, das haben wir über die andere Systeme gemacht. Interessiert euch vermutlich jetzt auch nicht. Ich wollte nur sagen, sozusagen von diesem ganzen Prozess nur ein kleiner Teil. Der große Effekt, warum das für uns so cool ist, ist, das sind 2000 Transaktionen in den letzten Wochen gewesen mit einem Gesamtvolumen von über 10 Millionen Dollar. Diesen Umsatz, den hätte ich gar nicht realisieren können, wenn ich diese Software nicht gehabt hätte. Ich hätte natürlich irgendwo mit unseren Entwicklerarbeiten mit Go versuchen können, irgendwas zu bauen, was quasi diese Automationen anstößt und mir das auch anbietet. Aber dann hätte ich mir auch den Warenkorb, dann hätte ich mir die Artikelverwaltung, die Aktualisierung und all das auch alles selber machen können. Und das war halt total cool, weil ERP Next uns ein Framework anbietet, in dem das alles schon vorbereitet ist. Ich brauchte jetzt quasi nur noch zu dem Atlassian Marketplace zu gehen und meine 170.000 Artikel runterzuladen. Und das klingt so einfach, aber das machen wir quasi minütlich. Wenn da irgendein Kerl, der Sabbath Media zum Beispiel, bietet über diesen Marketplace selbst Software an. Wir können uns zu jedem Zeitpunkt überlegen, dass wir den Preis dieser Software verändern. Oder die Beschreibung. Oder die Zusammenstellung, irgendwas. Oder dass wir ein neues Produkt anbieten, das vorher noch nicht da gewesen ist. Das kommt jetzt alles automatisch in meine EPNX rein. Hat irgendeiner unserer Entwickler entwickelt. Also haben unsere Leute jetzt quasi so einen schnellen... und da war zum Beispiel Enterprise Ready, war vorhin eine Frage. Das war auch eine... Die ganze Zeit, das fällt doch auseinander. Wenn wir anfangen, da 10 Millionen Dollar durchlaufen zu lassen, dann bricht das doch einfach auseinander. Das hat ja noch keiner vorher gemacht. Das funktioniert doch einfach nicht. Und was dann zum Beispiel unsere Entwickler gemacht haben, ist so ein Lasttest gemacht. Wir bauen da jetzt mal, wir dachten am Anfang, das wären mehr als 1 Million Artikel, die da drin landen würden. Und dann haben die irgendwie 1,5 Millionen Artikel da reingepackt, sozusagen selber generiert irgendwie sozusagen willkürliche Daten und dann einen Lasttest gemacht. Und siehe da, Enterprise-Ready, würde ich sagen. Funktioniert trotzdem noch. Was, ach, na gut, dann können wir weitermachen. Haben wir sozusagen invalidiert, diese Theorie. Auf dem Weg sind uns ganz viele andere Probleme begegnet, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Aber was sozusagen jetzt ERP Next für uns in den letzten 12 Monaten gerechtfertigt hat, sind halt diese 2000 Transaktionen, letztendlich sind das Quotes bei Atlassian mit einem Umsatzvolumen von über 10 Millionen Dollar. Das ist natürlich Geld, das auch zum großen Teil an Atlassian fließt, aber die hätte ich sonst gar nicht. Das sind wir bei meinem Prof, der Enabler, also diese Software hilft mir dabei, dieses Geschäft überhaupt abzuwickeln. Und das ist jetzt auch nicht so schön, teile ich auch nicht so gerne mit euch, aber in den letzten 10 Wochen waren bestimmt 10 bis 20 Kunden bei mir. Meine Handynummer ist über das öffentliche Internet zugänglich. Wenn ich Newsletter an unsere Kunden verschicke, dann steht da meine Handynummer unten drunter. Und dann rufen die an oder schreiben die E-Mail und sagen, Herr Seibert, wie wär's denn? Ich will kaufen. Warum reagiert denn keiner? Kann mal einer das Telefon abnehmen? Können Sie mal zurückrufen? Ich sage, das klingt irgendwie gar nicht gut. Auch, müsst ihr vielleicht wissen, so eine durchschnittliche Transaktion bei uns, die liegt irgendwo so zwischen 3.000 und sagen wir 35.000 Euro. Da kann man ja mal das Telefon abheben für. Oder zurückrufen. Also furchtbare Peinlichkeit, roter Kopf beschleicht mich. Aber nicht nur einmal, sondern 10. Das passiert mir nie. Also es ruft mich nie ein Kunde an. Aber in den letzten Wochen passiert das häufig. Was ich daraus schließe ist, oh, unser Team ist total überlastet. Und dann gehe ich zu denen und sage, guck mal, der Kunde kommt. Dann denke ich, ja, okay, ich schiebe den jetzt mal nach oben. Das war sozusagen, wer lauter schreit, kommt schneller dran. So war quasi die Taktik bei der Abarbeitung. Aber selbst obwohl wir das automatisiert hatten, kamen die nicht hinterher. Und die Kunden haben sich beschwert, dass es nicht schnell genug ging. Vielleicht waren die alle anspruchsvoll, weiß ich nicht. Aber sie kamen jedenfalls zu mir, sonst kommen sie nicht zu mir. Was mir das sagt, ist, wenn wir das nicht automatisiert hätten, dann hätten wir nicht nur viel weniger Umsatz gemacht, sondern auch ganz viele unzufriedene Kunden gehabt. Und die dann vielleicht zu irgendeinem anderen Partner gehen und sagen, oh, soll der das doch machen? Der Seiler kriegt ja nicht hin. Der ist ja gar nicht erreichbar. Ich will gar nicht wissen, wie viele von den anderen Partnern zu uns, also Kunden von den anderen Partnern zu uns gekommen sind, weil wir noch liefern konnten. Gut, anderes Problem. 170.000 Artikel haben wir importiert, das habe ich schon mal gesagt. Was cool jetzt ist, ist, wir können sozusagen in Sekunden schneller etwas machen, was wir vorher 13 Minuten oder sowas gebraucht haben. Der Rest ist Automation, war es aber ehrlich gesagt auch vorher schon. Und wir nutzen ehrlich gesagt heute auch noch andere Software. Zum Beispiel das Angebot und die Rechnung werden aktuell noch nicht von ERP Next erstellt.
Insofern müsst ihr diese 10 Millionen Dollar mit etwas Vorsicht genießen, weil nur ein Teil dieses Prozesses in ERPNX abgebildet ist. Was übrigens auch ein bisschen was schon über die Art und Weise, wie wir diese Software bei Cybert Media einführen, darstellt, denke ich. Also wir haben jetzt nicht so eine Big Bang Strategie genommen, was ich euch übrigens auch dringend nicht empfehlen würde, weil das den großen Vorteil hat, dass bestehende Dinge, die schon funktionieren, auch weiter benutzt werden können, ohne dass ihr da in irgendwelche Probleme reinlauft. Wir haben, der Mario hat das vorhin schon mal erwähnt, 13.000 Unternehmen importiert, 42.000 Kontakte. Das klingt auch ziemlich billig. Das Problem ist, ich hatte vorhin mit dem Olli, glaube ich, auch darüber schon gesprochen. Oder der Heiko war es. Ist der Heiko noch da? Da hinten. 4 unterschiedliche Systeme hatten wir. Wir hatten Billomat für Angebote, Rechnungen und so weiter. Ziemlich gute Daten im Übrigen, weil die Kunden da zurückrufen und sagen, das geht so nicht, da muss das und das auf der Rechnung draufstehen, sonst schicke ich dir das wieder zurück. Und übrigens, hier hast du deine Rechnung zurück, die ist nämlich falsch. Und dann korrigieren wir die Rechnungsadresse da. Rechnungsadresse, also Billomat, korrekt. Dann haben wir Highrise als CRM-System. Total nimble, schnell, unkompliziert und so weiter. Aber meistens alles unvollständig. Also zum Beispiel Postdaten brauchen wir da nicht, haben wir meistens nur E-Mail-Adressen. Telefonnummern manchmal, dann ganz viele Dubletten, die da aber schön gemerged werden können. Harris war sozusagen ein System, in dem, das sind glaube ich jetzt noch 50.000 Datensätze. Was auch ein bisschen böse ist, weil wir ja nur 43 importiert haben, was mehr an Highrise als an ERPNX liegt, aber will ich nicht weiter darauf eingehen. Also hatten wir noch Highrise, dann hatten wir noch 2 andere Datensysteme. Und die zusammenzuführen ist ziemlich schwierig. Weil ja die BASF AG kann auch und wird auch bei uns zumindest mal zu einer BASF GmbH oder zu einer BSAF. Oder, also ihr könnt euch sozusagen, wir haben einige Kunden, die hatten wir 8 oder 9 Mal im System und die konnten wir nicht mergen, also zusammenführen zu einem Datensatz, weil wir dumme Fehler gemacht haben, die dumme Maschinen nicht erkennen können. Dann haben wir erst sozusagen noch so einen Merge-Prozess, müsste eigentlich der Mario nochmal einen eigenen Vortrag drüber halten, also eine Oberfläche gebaut, mit der wir den dann zusammenführen und so weiter. Also bis diese 43.000 Kontakte da drin waren und eine ordentliche Qualität hatten, hat es auch ein bisschen gedauert. Wir haben ein Team insgesamt von 6 Leuten, das ist einmal der Mario als PO, dann haben wir 5 entwickelnde Kollegen, eine davon ist auch eine Kollegin, und die kosten uns im Monat so etwa 27.000 Euro. In den letzten 13 Monaten haben wir sowas zwischen 300.000 und 400.000 Euro in ERPNX gesteckt. Das ist eine Investition, bei der viele unserer Mitarbeiter zurückkommen und sagen, ah, hätten wir auch SAP kaufen können. Das geht da locker rein in das Budget. Da muss man ein bisschen aufpassen, die Lizenzkosten, die wir bezahlt haben, sind 0. Wir haben einen frappenden, dagegen relativ kleinen Betrag für den Supportvertrag, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, bezahlt. Aber diese Programmierleistungen, die unser eigenes Team gebraucht hat und diese Kosten, die hätten wir bei SAP und Salesforce ganz genauso gehabt. Denn da hätten wir die Daten auch mergen müssen und uns überlegen müssen. Möglicherweise bei dem Datenmerge, das weiß ich nicht so genau, da würde ich zumindest mal Salesforce zutrauen, dass die das noch sozusagen besser vorbereitet hätten. Wobei das auch nur mehr so eine Zuweisung aufgrund der starken Marke ist. Jedenfalls ist ein sehr großer Anteil, zum Beispiel diese Lizenzautomatisierung, wie wir das nennen, in diesen Prozessen, die ich vorhin benannt hatte, den hätten wir so oder so programmieren können. Und der große Nachteil ist, dass zumindest nach unserer Evaluation letztes Jahr wäre das gar nicht gegangen. Weil die Art und Weise, wie man in ERP Next reinprogrammieren kann, total konkurrenzlos ist. Also wenn ihr etwas machen wollt, was wirklich vollautomatisch später funktionieren sollte, dann habe ich zumindest große Zweifel, dass das mit einer Software wie SAP Business by Design oder Salesforce.com so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Das funktioniert eher so, wie sie sich das vorstellen. Und dann könnt ihr überlegen, ob das für euch noch passt. Und ja, also das ist eine relativ hohe Investition, die wir da getätigt haben, aber für Customizations.
Also für Sachen, die eigentlich auch nur Cybert Media benötigt. Die Sachen, die wir an dem ERP Next Core entwickelt haben, die sind auch alle in den ERP Next Core gewandert. Insofern hoffe ich, dass sich das Upgrade auf ERP Next 12 lohnt, denn da sind so Sachen wie E-Mail-Import und Abgleich mit Google-Kontakten und ich weiß nicht, der Mario könnte mir vermutlich jetzt noch mit 6, 7 weiteren Sachen, die wir mit Frappe gemeinsam entwickelt haben, helfen, die der Open-Source-Community da zugutekommen. Ich hoffe, dass es noch deutlich mehr wird. Wir haben zum Beispiel ja auch diesen Bug mit der API gefunden. Insofern finden wir langsam selber auch unseren Weg da in die Community und zu aktiven Beiträgen. Entschuldigung. Zumindest ist es nicht so einfach, diese individuellen Sachen, die wir machen, die bringen nur uns was. Es würde gar nichts helfen, die in den Core zu bauen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Zeitlich bin ich noch. Ich wollte ein bisschen was über die Entwicklungsumgebung bei uns erzählen, wie wir das machen. Das wird ja, glaube ich, auch schon klar aus dem Gespräch oder aus dem Vortrag. Wir gehen das relativ technisch an. Also es gibt da Softwareentwickler und die bauen an dieser ERP Next Software für diejenigen wie die Mario und mich, die keine Ahnung von Programmierung haben. Wobei du machst ja bald eine Mobile App. Ja? Ja. Ist schon fast fertig, oder? Ja, sehr gut. Sorry, kleiner interner Hackle, den wir haben. Also, wenn ihr einen Softwareentwickler wie der Mario seid, dann könnt ihr bei Cybert Media ganz schnell ins Programmieren kommen. Und zwar, ich habe gesehen, da sitzt der Jonas hinten noch, der kommt vermutlich gleich und haut mir auf den Deckel, weil ich das so doof erkläre. Aber also, da gibt es ein Docker-Image, das wir auch bei GitHub veröffentlichen. Das kann jeder runterladen, ja? Kann man sozusagen, müsst ihr euch ein bisschen mit Docker auskennen und dann habt ihr da eine ERP Next Nummer, schon 12 oder sind wir noch bei 11? 11, okay. Also irgendwann 12. Ist noch nicht Enterprise-ready, glaube ich, deswegen ist das Docker-Image noch nicht aktualisiert. Das folgt auch unserem Upgrade-Prozess und wir hängen da auch gerade wegen besagter Dinge. Auf jeden Fall, also du installierst dieses Docker-Image, das geht relativ schnell. Jonas, hilf mir, wie lange brauche ich für das Docker-Image? Das sind vermutlich nur Minuten, oder? Dass ich das runtergeladen installiert habe. Und dann haben wir so eine Cybert Media App gebaut. Also quasi so ein, schreibe ich es wie so ein, flansch ich quasi an ERP Next dran. Das ist da auch schon vorgesehen, kann man machen, sowas. Und die installiere ich und dann sind die ganzen Cybert Media spezifischen Sachen drin. So kann ich Atlassian-Lizenzen automatisiert einkaufen und keine Ahnung, irgendwelche Daten aus HiRISE und Billomat zusammenführen und mergen, so ein Kram. Diese App installiert ihr und dann importiert ihr Daten. Da haben wir so einen Apache Kafka Datenstrom-Service gebaut und der hält sozusagen diese Daten in einer Applikation, die die Kollegen in Go gebaut haben, vor und spielt die quasi in das ERP Next ein. Das haben wir gemacht, weil wir so Schisser sind. Würde ich jetzt sagen, die haben da vermutlich noch technische Gründe für, aber eine Angst, die wir hatten, war, oh, vielleicht bricht ja dieses ERP Next auf dem Weg zusammen. Dann müssen wir woanders hin. Dann halten wir die Daten hier und spielen die einfach sozusagen über die API ein. Das ist übrigens auch eine unglaublich coole Stärke von ERP Next ist. Ich weiß nicht genau, wer von euch das weiß, man kann die Oberfläche von ERP Next selber anpassen. Komme ich später nochmal kurz drauf. Und diese Anpassung, die ihr macht, wenn ihr dann ein neues Datenfeld einfügt, dann ist das sofort über die API verfügbar. Und ihr könnt dann sofort sozusagen auch als Entwickler damit arbeiten. Das hat ganz tolle Effekte, komme ich später nochmal drauf, wie gesagt. Jedenfalls können wir über diesen Kafka-Dienst sehr leicht Daten rein- und rausholen aus ERP Next. Auch dieser Merge-Prozess zum Beispiel, den machen wir über die API. Das läuft gar nicht, oder ich weiß gar nicht, inzwischen, zumindest dieser Dialog ist inzwischen in ERP Next. Wir wollen ja gerade eine Entwicklungsumgebung einrichten, also Docker-Image runtergeladen, Cybert Media App installiert, Daten importiert. Es gibt da wohl auch für die, die schnell unterwegs haben, habe ich gestern gelernt, irgendwie so einen SQL-Import. Erklärt mir die Kollegen, muss ich noch mich irgendwie um die Authentifizierung kümmern. Also wir sorgen dafür, dass wer sich bei ERP Next bei uns anmeldet, der muss seinen Google-User benutzen. Hintergrund ist, dass wir bei Google eine Two-Factor-Authentication haben. Also ich muss dann noch quasi mit der App meinen Login verifizieren und dadurch ist der Zugriff auf ERP Next halt sicherer. Das brauche ich dann vermutlich in der Entwicklungsumgebung auch noch. Ich habe jetzt mal sozusagen halb validiert 2 Tage, da der Jonas da ist. Reicht das einem Entwickler, um
sozusagen up and running zu sein, selber was entwickeln zu können? Ja. Sag einfach ja, dann kann ich weitermachen hier. Braucht man 2 Tage, um als Entwickler wie der Julian zum Beispiel an Google arbeiten zu können? Oder braucht man 20 Tage? Müsstest du wahrscheinlich den Julian fragen. So ist das. Man kann keine interaktiven Elemente in Vorträge einbauen. Ne? Ja, du hättest mich vorher mal fragen sollen. Also ich glaube, das kann man schwer so generisch... Der Mario hätte einfach ja gesagt. Genau, du auch. Ja. Aber er ist ja jetzt auch Entwickler. Ja. Ja. Also das kann man, glaube ich, nicht so generisch beantworten. Weil du das jetzt auch sehr vereinfacht hast, wie unser Tech-Stack aussieht. Aber zumindest... Das im nächsten Jahr bist du herzlich willkommen, hier den technischen Part zu erklären. Ja, also ich habe noch Slides von der Mumbai-Konferenz. Wenn das interessiert, kann ich das nochmal zeigen. Ja, vielleicht später, mal gucken. Das Docker-Image an für sich kann man sehr schnell zum Laufen kriegen, ja. Ja. Okay, ich laufe hier einfach mal weiter und behaupte, man kann in 2 Tagen als Entwickler da loslegen. Vielleicht kommen wir mal zu einem konkreten Anwendungsfall, auf den ich nämlich eigentlich hinaus will. Da war das Google-Team, ich habe auch schon gesehen, wir bräuchten mal so einen ERP-Next-Banner vermutlich. Auch in dem Video ist jetzt vermutlich die ganze Zeit hier so G Suite-Werbung. Also wenn ihr Google-Kunden werden wollt, könnt ihr das über uns werden, falls ihr das noch nicht schon habt. Und wenn ihr das wollt, dann haben wir das Problem, dass wir die Rechnungen an euch noch manuell schreiben. Also du kaufst jetzt 3 Google-User bei uns, aber am 15. November stellst du jemanden ein, hast du einen 4. Das heißt, ich muss dir bis zum 15. rechnen über 3 und dann über 4 schreiben. Stellt mir Google auch schön über eine API zur Verfügung. Problem, das wir bisher hatten, war, ich muss die Rechnung manuell schreiben, dauert 20 Werktage, 3 Arbeitstage Vollzeit von jemandem. Und ich habe dann halt sozusagen erstmal den Versatz von 20 Tagen, in denen ich keine Kohle kriege. Weil die Leute können ja die Rechnung erst bezahlen, nachdem ich sie ihnen geschrieben habe. Und es wird halt alles manuell erstellt. Ziemlich doof, weil wir in diesem Google-Geschäft relativ stark wachsen und das immer mehr Tage werden. Dann hat das Team gesagt, das ist jetzt nicht so richtig nachhaltig. Wir müssten das mal automatisieren. Google hat das ja schon automatisiert. Wir müssten jetzt nur eine Plattform haben, mit der wir unsere Rechnung automatisiert weiterleiten könnten. Diese Google-Rechnung eben. Und da kam dann der Julian um die Ecke und hat sich da eingearbeitet. 2 Tage hat er genau gebraucht, glaube ich. Und dann hat er also insgesamt, deshalb muss das mit den 2 Tagen auch ungefähr stimmen, hat er 57 Stunden gebucht. Und die ist fertig. Wir können jetzt im nächsten Monat, hoffe ich, unsere Rechnung vollautomatisiert über ERP Next laufen lassen und sparen jetzt erstmal 3 Arbeitstage, aber da sind wir wieder bei der Diskussion von vorhin, das ist halt auch ein Enabler, weil momentan können wir eigentlich gar keine neuen Kunden annehmen, weil wir die gar nicht abrechnen können, weil wir dafür keine Zeit haben und es dauert alles viel zu lang. Und die Kosten, die da angefallen sind für diese Entwicklung, liegen ungefähr bei 5.000 Euro. Den Nutzen, den ich über die nächsten 5 Jahre für Sabbat Media schätze, das könnt ihr genauso einschätzen wie ich, oder vielleicht nicht ganz so gut, weil ihr unsere Umsätze nicht so gut kennt, aber also er liegt locker bei 100.000 Euro. Und das ist ein enormes Potenzial, das aus so einer Software wie ERP Next für uns zumindest hervorgeht. Da kann sich ein Entwickler hinsetzen, kann zum Jonas gehen und sagen, Jonas, zeig mir doch mal, der Martin hat irgendwas von Docker-Image und Kafka-Service und so erzählt, das war doch alles Quatsch, zeig mir das mal. Dann zeigt er dir das dem und dann baut der selber eine automatische Google-Abrechnung, 5.000 Euro in mein ERP-System rein. Klar, dann guckt der Jonas später mit dem Team nochmal drüber, dass das nicht uns anschließend auseinanderfliegt, Enterprise Readiness und so weiter. Aber das machen die allein. Dann anderes sehr schönes Beispiel, unsere Personalabteilung kam auf mich zu und sagte, Martin, das ist echt doof hier, wir haben hier diese Wiki-Seite und da werden diese Parkkarten, also da, Parkhaus, ne? Und dann haben wir 35 Parkkarten, aber 170 Mitarbeiter. Inzwischen haben wir so ein Jobticket, da haben dann einige Mitarbeiter ihre Autos sozusagen stillgelegt und fahren jetzt mit dem Bus hierher. Also wir haben 35 Parkkarten und die Frage ist, wem gehören die denn jetzt gerade? Also wir hatten die physisch. Bist du noch bei uns angestellt? Dann, wenn nicht, dann müsstest du vielleicht die Parkkarte mal zurückgeben. Und das organisieren wir aktuell über eine Wiki-Seite. Das ist nur ein kleiner Anwendungsfall in der Personalverwaltung.
Da gibt es Arbeitsverträge und ihr kennt das alles. Lohnabrechnung und so weiter. Also wir sammeln unheimlich viel Daten in Excel-Tabellen, in Wiki-Seiten, zum Selbstpflegen, zum Nurpflegen durch die Personalabteilung, zum Pflegen durch die IT, weil User angelegt, User gesperrt und so weiter, können nur die machen. Und dann kam die Personalabteilung zu mir und sagte, ja, wir wollen das irgendwie mal vereinheitlichen, ein bisschen strukturierter machen, das sind so viele Listen, das ist total aufwendig, wir blicken da gar nicht durch. Und dann fangen die Leute an, das zu missbrauchen. Also diese Wiki-Tabelle ist ja eigentlich relativ einfach. 35 Karten, steht dran, wer sie hat. Gell? Aber so läuft das nicht. Da machen die eine neue Spalte auf und schreiben, ja, ab dann und dann habe ich das an den und den ausgeliehen, weil da bin ich im Urlaub. Und dann, ja, das hat der noch bis dann und dann, und dann gibt er das ab. Und dann hast du quasi an jedem dritten Eintrag hast du irgendwie noch eine Bemerkung, die du am besten auch noch lesen solltest, damit du verstehst, was das eigentlich bedeutet. Dann sagst du, okay, das machen wir doch jetzt mit ERP Next. Das wird doch bestimmt total aufwendig. Und da was ist ähnlich, da gingen die jetzt nicht zum Jonas, sondern gingen zum Mario und die da hingeschickt. Und dann erklärt er denen, wie man die Oberfläche anpasst, damit die ihre Parkkarten als Doc-Type anlegen können. Mit ausgeliehen an, abgegeben an, dann verliehen, wegen Urlaub an und so weiter. Kann ich alles schön strukturiert eintragen und da weiß ich immer genau, jetzt hat die Parkkarte gerade der. Und das Coole daran ist, das kann die Personalabteilung ganz alleine machen. Da muss ich nichts machen, da muss der Mario nichts machen, der Jonas muss auch nichts machen. Die bauen sich das alles zusammen. Anschließend guckt ihr nochmal drüber, ob die nicht vielleicht irgendwelche Fehler bei der N-zu-M-Beziehung ihrer Datentypen gemacht haben. Aber letztendlich diese Macht aus Excel, warum es so viele Excel-Tabellen gibt, weil nämlich jeder Idiot da hingehen kann und einfach nur eine Spalte machen kann und was reintragen kann. Das hast du in ERP Next auch. Ist zugegeben ein bisschen komplizierter, aber dafür habe ich anschließend strukturierte Daten, auf die ich mit einer API zugreifen kann. Da kann anschließend der Jonas hingehen und kann eine Automation bauen. Wenn du gekündigt worden bist oder selber gekündigt hast, dann Parkkartenalarm, weil musst du abgeben. Heute sind das Checklisten, das wollt ihr gar nicht sehen, was wir da für einen manuellen Aufwand machen, wenn wir einen Mitarbeiter offboarden. Und das Coole daran ist halt jetzt, in so einem klassischen 4 Millionen oder 4 Milliarden oder was für Zahlen da vorhin kursiert sind, Projekt, da macht ihr erstmal eine Anforderungsanalyse. Und zwar Monate. Und dann schreibt ihr das alles auf in einem Lastenheft. Und dann wird es geprüft, dann wird es freigegeben, dann wird ein Dienstleister gesucht, dann wird beauftragt, dann fängt er an zu programmieren. Dann kommt es zurück und sagt der Personalabteilung, Scheiße, kann ich nicht gebrauchen. Das will ich nicht, da bleibe ich lieber in meinem Wiki. Und hier ist es jetzt so, dass die in dieser Oberfläche, dann sagen die, ja, lass uns doch mal versuchen, da so ein Parkkarte. Parkkarte, ja, nein. Habe ich sozusagen zum Mitarbeiter, Parkkarte, ja, nein. Alles klar, kann ich eine Auswertung machen, super. Aber es reicht mir irgendwie nicht. Weil ich hätte jetzt gar noch von bis. Weil der gibt die ja wieder ab. Der hat ja jetzt Jobticket und Greta Thunberg und nichts mehr Auto, also Bus. Dann muss ich jetzt sagen, das Ende. Wann hat er den denn abgegeben? Okay, geht nicht. Jetzt könnte es ja sein, dass der die Parkkarte wieder nimmt. Da passt das schon in einen Datensatz nicht mehr rein. Das heißt, ich muss die Parkkarte, den Ausleihvorgang auslagern. Und diesen ganzen Prozess sozusagen zu verstehen, ob die Parkkarte jetzt einfach ein Ja-Nein-Feld ist oder ein eigenes Doc-Type, das ich mit dem Mitarbeiter verbinde. Das kann die Personalabteilung selber machen. Ich räume ein bisschen technisch, also muss man sozusagen, deswegen hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, wenn ihr ERP Next einführen wollt, dann sorgt dafür, dass ihr einen Techniker dabei habt. Ob das jetzt jemand wie der Raphael ist oder wie der Olli oder irgendjemand, der sozusagen Ahnung hat von ERP Next oder ein interner, ein Systemadministrator, ein Softwareentwickler, den braucht ihr schon, weil Open Source, Komma, Punkte, Enterprise Readiness und so weiter, haben wir schon was von gehört. Noch zwei Fälle, ich weiß gar nicht, wie Zeit so, kann ich noch, gut, okay. Marketing. Wir haben, gibt es auch, in dem Blogartikel habe ich das verlinkt, ein anderes Video, in dem ich unser Vorgehen für Marketing-Assets beschreibe. Also, ich schreibe einen Blogartikel, zum Beispiel für diesen Vortrag als Vorbereitung, veröffentliche den heute Morgen und dann hat unser Weblog eine neue Seite mit diesem Blogartikel. Das nennen wir ein Marketing-Asset, also ein Vermögenswert für unser Marketing. Jetzt will ich da in ERP Next Informationen zu sammeln. Wie oft wurde das aufgerufen? Wie lange sind die Leute auf der Seite geblieben? Wie viele Leute haben auf meine Kampagnen geklickt? Vielleicht verschicke ich ein Newsletter und dann klicken die da drauf. Oder ich
poste das bei Twitter oder ich mache ein Video wie dieses, das dann wiederum auf diesem Blogartikel landet. Also ich sammle so ein paar Daten über diesen Marketing-Asset. Was aber viel spannender ist, jetzt kommt der Gunnar und der Gunnar teilt mir einen Auftrag. 250.000 Euro für ganz viele Lizenzen und da kauft er sich noch ein Linspin-Intranet und Google für sein ganzes Unternehmen 250.000 Euro. Super. Jetzt wüsste ich gern, Mist, wie habe ich denn den gewonnen, den Gunnar? Das ist ein Neukunde, den kannte ich vor 3 Monaten noch gar nicht. Jetzt ist er auf einmal aufgetaucht, macht so einen Riesenumsatz hier. Wo kommt denn der her? Was muss ich denn jetzt machen, damit ich noch mehr Gunnars kriege? Ich will nur noch Gunnars als meinen Kunden haben, damit ich immer 250.000 Euro bekomme. Wisst ihr, was ich heute darüber weiß? Nix. Gar nix. Das Problem ist nämlich, dass der Gunnar, der kauft das ja gar nicht. Der Gunnar, der hat vor 3 Monaten hat eine Anfrage bei uns gestellt, über einen Chat. Ist ja auf eine Website gekommen von uns, hat gesagt, hier, Intranet, voll spannend, was ihr da macht. Ist das kostenfrei? Ich sage, nee, ist nicht kostenfrei, kommerziell und so musst du kaufen. Kostenfrei ist nur EP Next. Dann sagte er, ja, dann habe ich keinen Bock. Dann kam der 2 Wochen später und hat gesagt, ja, ach, gib mir doch mal so eine Demo. Dann habe ich das weitergeleitet und hat irgendein Kollege hat ihm dann eine Demo gegeben. Da hat er noch 3 User eingeladen. Und zwar den Leiter der Unternehmenskommunikation. Dem gehört das Internet eigentlich, der hat auch das Budget. Der fand das dann super und hat es dann sofort mehr oder weniger gekauft. Aber der konnte es nicht selber kaufen, sondern da gab es einen Einkäufer. Und dieser Einkäufer kam dann zu unserem Justiziar und hat gesagt, ich will das so und so machen. Also vielmehr, wir haben den zum Justiziar geschickt. Und dann haben die verhandelt über Konditionen und so weiter. Und da hat der Einkäufer gesagt, ja, aber da muss doch noch Rabatt drauf. Und dann hat er gesagt, nee, Rabatte kriegst du keinen. Da kaufe ich das nicht. Und dann haben wir ihm Rabatt gegeben. Und dann hat der Geschäftsführer später den Auftrag erteilt. Und den hat er per Fax geschickt. Und jetzt sag mir mal, wie ich das tracken soll. Da sind irgendwie so 7 Leute dabei und von denen weiß ich eigentlich nichts. Der Einzige, den ich überhaupt sozusagen digital mal gesehen habe, ist der Gunnar. Und was wir jetzt mit unseren Marketing-Assets machen, ist, wir nehmen quasi diesen Umsatz und verteilen den auf die Marketing-Assets, auf denen der Gunnar und alle seine Kollegen gesurft sind. Und dann wissen wir, ah, cool, bei diesem sozusagen Asset, da hat sich der Gunnar ganz lange aufgehalten. Und dann ist der Kollege vom Gunnar ist da und da und da hingesurft. Und dann, also ihr merkt schon, wenn ihr mir gefolgt seid gedanklich, dass das auch nicht besonders genau ist. Aber ich habe auf einmal eine Möglichkeit, durch ERP Next, muss man vielleicht noch zusagen, dass ich vorher den Gunnar natürlich DSGVO-konform fragen muss, ob ich ein Profil von ihm erstellen darf und seine Daten bearbeiten und so weiter. Machen wir auch im Übrigen. Und ich habe auf einmal eine Möglichkeit, diese 10.000 Marketing-Assets, die wir im Unternehmen haben, ist relativ einfach, ich gehe zu WordPress, hole mir über die API die ganzen Einträge, ich gehe zu unserer öffentlichen Confluence-Seite, hole mir da die Einträge, Antwortenportal, Website und so weiter, sind insgesamt 10.000 Stück und die spiele ich dann über meine schöne ERP Next API in meinen ERP Next ein und habe dann 10.000 Assets. Bei denen habe ich dann irgendwelche Abrufzahlen, Verweildauern und auf einmal Euros. Wie viel Euro jetzt? Ich will jetzt über diese Zuweisung nicht weiter sprechen, aber ich kann auf einmal ein Ranking bilden. Die generiert viel Traffic, die generiert viel Verweildauer, dieses Marketing-Asset hat eine hohe Umsatzzuweisung und auf einmal kann ich im Marketing arbeiten. Lass mal an den Sachen arbeiten, die wirken. Und auch da wieder hat der Jonas nichts mit zu tun. Der guckt vielleicht ab und zu mal drüber, dass wir da keinen Bullshit bauen und ihm sein System irgendwie durch DOS-Attacken mit 10.000 Marketing-Assets kaputt machen. Aber das wird vom Tobi Tacke bei uns im Marketing-Team gebaut, der Kram. Und der macht das auch mit den Marketing-Leuten. Und das ist etwas, was gerade, also wenn ihr, ich hatte jetzt vorhin mit ein paar von euch gesprochen, die sagten, ja, kleines Unternehmen, so 3 bis 30 Leute, das sind die meisten so meine Kunden. Das ist super, da ist ERP-Next, kann ERP-Next schlank und günstig und unkompliziert sein. Für uns, wir sind ein bisschen größer mit 170 Leuten, ist es halt total cool, weil das so modular ist. Da kann jeder machen, was er will. Ohne dass anschließend irgendwer denkt, ach, warum ist denn das jetzt so lahm, das Ding? Warum fliegt denn das hier auseinander? Sondern wir haben eine schöne strukturierte Oberfläche. Die einen passen ihre Masken an, die nächsten programmieren gegen die API und der Jonas sorgt hoffentlich dafür, dass uns das nicht auseinanderfliegt. Eigentlich, Personalverwaltung hatte ich schon, ist es ja, ich glaube, wir haben alle das gleiche Ziel. Wenn ihr an ERP Next denkt, dann denken ein paar von euch vielleicht an Stücklisten und Produktionen und so ein Kram.
Aber die allermeisten denken, bei uns landet sich dieses Projekt unterschiedlich, zentrale Kundendatenbank. Ich will einen Ort haben, an dem all meine Informationen strukturiert abgelegt sind. Ich habe eigentlich nur zwei Anforderungen. Die sollen korrekt sein und die sollen aktuell sein. Ich will nicht zum Arnulf gehen und sage mir da, ja, weißt du, der Kunde ist eigentlich da drüben, den haben wir nur falsch bezeichnet. Oder, ja, der Kunde kriegt keine Rechnung von uns, der kommt immer mit dem Goldkoffer um die Ecke. Und das ist nicht unsere Realität mit dem Goldkoffer, aber so fühlen sich unsere Daten an. Da bin ich eine halbe Stunde damit beschäftigt, zu wissen, wer du eigentlich bist. Bist du ein guter Kunde oder ein schlechter Kunde? Bist du ein aktiver Kunde oder ein inaktiver Kunde? Bist du ein aggressiver Kunde oder ein harmonischer Kunde? Bist du einer, dem ich 7 Sachen schulde oder schuldest du mir 7 Sachen? Hast du offene Rechnungen bei mir? Meint ihr, ich kann das prüfen, während mich jemand anruft? Null. Und wer von euch kann das prüfen? Hält mal die Hand. Wer hat denn diese Kundendatenbank? War der Norbert. Der Norbert hat eine super Kundendatenbank. Bestimmt nicht mit ERP Next gebaut. Du kannst also nicht sprechen. Das ist meines Erachtens das Ziel. Und das Problem dabei ist, da könnt ihr keinen Eurobetrag. Also häufig in unserer Diskussion intern, ja, was bringt denn uns das? Wie viel Kohle ist denn das wert? Hast du 400.000 Euro ausgegeben für den Scheiß? Wo ist denn unser Gegenwert? Kann ich jetzt auch meine 10 Millionen da schon? Sagt die, ja, haha, kannst du bei so einem ELP-Next-Vortrag, kannst du schön da erzählen, dass du 10 Millionen Euro Umsatz gemacht hast, aber 10 Millionen Euro Umsatz sind ja nicht 10 Millionen Euro Gewinn. Also deine 400.000 Euro, die kannst du damit formulieren auch nicht finanzieren. Und, müssen wir mal nachrechnen. Der eigentliche Wert, den könnt ihr nicht leicht mit Euros beziffern. Aber was für mich sozusagen dieses Ziel reflektiert, ist Peace of Mind. Also ein friedliches Gemüt, mit dem ich nachts gut schlafen kann. Denn sobald euer Unternehmen größer wird, werdet ihr darauf angewiesen sein, dass eure Kundendaten korrekt und aktuell sind. Und ich kann nur bei uns sagen, das schmerzt verdammt intensiv, wenn das nicht der Fall ist. Und insofern hoffe ich, dass ihr, ich habe geschrieben, be a tinkerer, also dass ihr Bastler seid, dass ihr ein bisschen technisch seid und dass ihr auch, was so Enterprise Readiness und automatisierte Tests und so weiter angeht, so ein bisschen, sagen wir mal, eine Toleranzschwelle habt, die es euch erlaubt, auch dann, wenn die Sache unglaublich frustrierend aussieht, immer noch in dieser Community aktiv zu bleiben und euch zu bemühen. Es gibt eine ganze Reihe von Erlebnissen, die man mit dieser Software haben kann, die wirklich cool sind. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen an den Martin? Ja, ich hätte mal eine ganz generelle Frage. Mir ist nicht klar, vielleicht kannst du da mal Licht reinbringen. Diese vielen kleinen Bugs, nehmen wir den Dezimalpunkt als so ein schönes Highlight, als Aufhänger, aber davon gibt es ja wahrscheinlich sehr viele. Wie finden die denn den Weg in die Core, damit es in der nächsten, übernächsten Version raus ist? Oder arbeitet jeder an seinem Fork und das war's eben? Keine Ahnung, also über die Forks weiß ich nichts. Wir gucken uns nur den Core an. Ich weiß zum Beispiel, dass irgendjemand aus der Schweiz, vermutlich bist du das, da wohl auch irgendwie noch parallel irgendwas macht. Das Problem bei einem Fork ist immer, dass du den selber maintainen musst. Also wenn jetzt jemand anders was Neues entwickelt, dann musst du das ja da reinziehen. Das heißt, du hast diese ganze Merging-Hölle und Testen und so weiter hast du dann nochmal. Also das ist eigentlich kein besonders nachhaltiges Verfahren. Das machen die Leute meist nicht freiwillig, sondern aus Not. Irgendwelche Kommata oder was auch immer sie dazu bewegt, das zu machen. Wenn wir einen Bug finden, dann schreiben wir den meistens erstmal in unser Jira intern. Das bringt der Community noch gar nichts. Dann ist häufig der Mari oder vielleicht auch ein Entwickler, die dann sagen, ja, stimmt, das ist wirklich ein Bug. Dann machen wir dann ein Issue auf GitHub auf und dieser Issue auf GitHub, der gammelt da dann erstmal, bis ihn irgendjemand mal wahrnimmt.
Das ist eine Frage, die wir jetzt persönlich mit hier Frappe Bestechung gelöst haben, indem wir gesagt haben, guck mal, wir geben euch Geld, das brauchen wir eigentlich gar nicht, aber dafür beantwortet ihr diese scheiß Issues immer schön und machen die auch. Also das, häufig ist es dann so, dass, da kann der Jonas euch ja bestimmt noch, Jonas, kannst du mal kurz aufstehen, damit die anderen dich sehen können? Der Jonas ist ja zumindest derjenige, der am meisten drüber Ahnung hat und kann das vielleicht auch korrigieren, was ich sage, aber in der Regel kriegen wir schnell eine Antwort, gell? Also nicht alles wird dann gelöst. Einige Sachen bleiben offen und sagen die, ach, guck mal, hier hast du ein Workaround. Dann wissen wir, ja, okay, das wussten wir vorher schon, wir hätten gerne eine Lösung gehabt. Ja, also wir haben da so eine Telegram-Gruppe mit Frappe, wo wir das dann melden, was eigentlich so der schnellste Weg ist zu denen. Ja, aber wie Martin schon sagt, ist natürlich so ein bisschen Bestechung quasi. Also, dass wir so unsere Probleme dann relativ schnell gelöst bekommen. Wobei das tatsächlich auch Core-Probleme sind, also genau diese... Ja, ja. Also du kannst uns ja mal dieses Komma sozusagen als GitHub-Issue zu schicken. Können wir versuchen, das zu eskalieren. Die grundsätzlich, was du jetzt machen könntest, wenn du nicht so faul wie wir wärst, dann würdest du hingehen, würdest diesen Issue aufmachen. Dann stellst du fest, oh, der gammelt ja nur, da macht ja keiner was. Dann würdest du schreiben, so Freunde, ich fange jetzt mal an, das zu lösen, das Problem. Und dann gehst du hin und machst, was der, deinen Namen weiß ich jetzt nicht genau, aber Kollege, machst einen Pull-Request. Also du hast dann quasi diesen heilenden Code gebaut. Und mit diesem heilenden Code checkst du den dann ein und sagst, hier, pull das mal, weil das löst das Problem. Dann geht jemand von Frappe hin, guckt sich das an und pullt das. Da gibt es dann noch Frustrationen bei, die pullen das einfach nicht, obwohl das fertig ist, die testen das nicht, die antworten nicht und so weiter. Und es gibt ein absolut modernes, auf GitHub etabliertes und auch funktionierendes Verfahren, das da angewendet wird. Wie der Raj vorhin schon gesagt hat, you must have some credibility so that they know that they can just pull your stuff. Otherwise, it's probably a bit more problematic to get this credibility because they'll have to check every single letter that you've put in the code to make sure that you didn't wreck it. Aber ansonsten ist das eigentlich ein relativ einfaches und schnelles Verfahren, das selbst unsere Entwickler schon hingekommen haben. Ja, das ist Open Source. Jeder, du musst dich bei GitHub anmelden. Das ist inzwischen eine Microsoft-Plattform und ist kostenfrei. Und dann kannst du loslegen. Und es kann auch nichts kaputt gehen, weil machst deine Änderung in deinem eigenen Repository und dann machst du einen Pull-Request, heißt das. Also zieh doch mal meine Änderungen und dann können die entscheiden, ob sie es machen oder nicht. Und wenn sie es machen, ist es da. I think you can become a maintainer of the project. They do have different maintainers for different modules in the core. And how many people are those? Like 10 or... Can you just open Frappe ERP next repo? Sure. Yeah, maybe I can just give you a very short and simple answer too. Sorry? Yeah, sure. Because I think the only question was whether there's a process to report bugs. You basically, I think that's what he's going to show you. You can report an issue and then it will ask you what kind of issue is it, or are you asking for a feature or for you're reporting a bug? Then they also give you a template on what they want you to write in the issue. So they tell you like, yeah, maybe write which version you're using, attach pictures and stuff. And then, as Martin said, it might be that, I think that they will check in very regularly, but he can tell you more concisely, but that's my experience. But they usually look in it very fastly. And if you want to accelerate the process, you could also go on Discuss, Frappe Discuss, it's a forum. And you can find either people who already have the problem or you can try to push it. And I also know that they're quite aware that the German community were very active and we're quite sensitive, I would say. So for them, it's important that they fix it quite fast. Yeah. So I'll just take 1 minute. So if you go to GitHub, this is Frappe ERP next repo. Just go to wiki in this repo. Then, so here we have contribution guidelines, issue guidelines, how do you create an issue and things like that, how to test a pull request,
before you send it, ERP next performance tuning. So in this, if you go to contribution guidelines, so this is for first time when you send a pull request, and then there are a lot of sections here. How do you prepare before you send a pull request? And then there's also a list of module maintainers. So if you need some help, you could, you know, send out emails to these people. So I think this is quite exhaustive documentation on how do you send a pull request. And also, if you can create a thread on a discussion forum, but generally, getting in touch with these people is enough. If you send an email with something, they'll follow that. Yeah. Because it's much more efficient when you send a pull request for core maintainers to test it and merge it. and also, this list is not only the Frappe employees, or this is not even the ERP Next Foundation members. So the list of maintainers is independent of Frappe or Foundation. So more pull requests you send, better pull requests you send, better is your reputation. And then, for example, Pawan, he's from OpenETech. Then there's also Anoop, Jamshir. These are not, you know, Frappe employees. So it's independent. It's a meritocracy. The better is your code, the frequently you send the pull request, more they trust you, more attention is paid to your pull request, and they are merged, and then you get access to merge PRs yourself. Thank you. Okay. Gibt's noch andere Fragen? Ja. Frage bezüglich dem Marketing-Modul, ob ihr auch überlegt habt, das in den Core direkt zu integrieren. Also das Modul an sich, was ja relativ generisch angelegt, ob ihr da überlegt habt, das auch quasi in den Core in irgendeiner Art und Weise zu integrieren. Ja. Oder also alles, was wir machen, versuchen wir dem Open-Source-Projekt zur Verfügung zu stellen. Insofern, wenn ihr jetzt in so einem Vortrag oder sowas was hört, was wir gemacht haben, dann werden wir das mit Sicherheit gerne auch mit euch teilen. Das verstehe ich jetzt erstmal so, dass ihr euch dafür interessiert. Momentan sind das, wozu du auch schon ein Video angeguckt hattest und was ich schon mal dokumentiert hatte, was in dem Blogartikel auch verlinkt ist, ist erstmal nur Oberflächenanpassungen, bei denen ich hätte jetzt zu Frappe gehen können und sagen können, hier ist mein Pull-Request, macht doch mal, dass diese Marketing-Assets und so weiter schon hinterlegt sind. Hatte ich auch vor, habe ich noch nicht gemacht, lässt sich aber relativ leicht auch nachbauen, wie du selber schon festgestellt hast. Den automatisierten Import der Marketing-Assets sind Skripte, die wir bauen, die man, glaube ich, nicht generalisieren kann. Also man könnte jetzt sagen, okay, für WordPress, das haben andere auch, hätte ich gerne dieses Modul. Aber das erscheint mir so generisch, dass das jeder Entwickler auch selber schnell hinkriegt. Die kurze Antwort ist, das ist momentan noch nicht im Core. Die längere Antwort wäre, wir haben ein großes Interesse daran, das zu teilen. Aktuell würde ich das hemdsärmlich teilen, indem ich einfach offenlege, was wir da gemacht haben, oder der Raphael hatte mir da schon mal geholfen, irgendwelche JSON-Exporte von den Strukturen oder sowas zu machen. Das ist so eine Frage, wir reagieren da sozusagen auf Nachfrage. Ja? Also wenn sich Leute melden und sagen, das finde ich spannend, dann würde ich auch Energie investieren, um das in den Core zu bauen. Wenn das keinen interessiert, dann würden wir das selber benutzen. Insofern Nein und Ja gleichzeitig. Ja. Noch eine Frage? Da, das ist dann die letzte auch. Geht das noch? Ja. Eine Frage noch. Du hast davon gesprochen, dass ihr sehr viele Artikel habt, viele Permutationen. Wie wickelt ihr die Kundenbestellung ab? Also habt ihr dafür ein Shop-System, wo sich eure Kunden diese Artikel selbst in den Warenkorb legen, oder habt ihr tatsächlich Leute beschäftigt, die das manuell durchführen? Also Atlassian verbietet das, weil die selber sozusagen den Direktvertrieb alleine machen wollen.
Das heißt, es gibt keinen Warenkorb oder Shop, den wir betreiben, sondern wir sammeln tatsächlich die Anforderungen händisch bei den Kunden ein. Und die hohe Anzahl kommt auch dadurch zustande, dass es dann viele Varianten gibt. Also der Kunde kriegt dann nicht nur ein Angebot, sondern 7 oder na, 17 nicht, aber 7 kann schon vorkommen, weil er sagt, okay, mach mal hier dieses Modul noch mit rein, dann habe ich sozusagen ein fully-fledged Intranet oder nimm mal die 3 Module raus, dann habe ich hier so Essentials quasi und dann mach mal diese 3 Varianten in 50, 2000 und 10.000 User und dann hast du schon 9 Angebote, theoretisch. Das war auch eine Anforderung, die uns früher überfordert hat. Da haben wir gesagt, nee, sorry, ich mache dir doch keine 9 Angebote, bist du verrückt? Da bin ich ja 4 Stunden beschäftigt, anschließend beauftragst du ja eh nur 1. Denk mal lieber ein bisschen länger drüber nach und dann sprechen wir nochmal. Und heute kann man es halt einfach zusammenklicken. Also gibt keinen Shop, aber das ist schon sehr, sagen wir mal, Shop-ähnlich, was wir unseren eigenen Agenten, könnte man sagen, anbieten da. Und es ist auch relativ viel Zeit dran reingeflossen, also Iterationen, wo wir dann gesagt haben, okay, die kamen dann zurück und sagten, das ist aber nicht schnell genug. Also es ist jetzt immer noch so lahm wie vorher und dann haben wir die Oberfläche umgebaut und dann auch versucht, an den Stellen zu cachen und so weiter. Mario, du hast aber nur eine Minute, sonst sind wir hier aus dem Zeitplan raus. Was ich noch sagen wollte zu, also du hast gerade eben ganz am Anfang gesagt, sowas wie Peace of Mind. Also es ist jetzt eine Sache, das in Zeit auszudrücken, wie viel Zeit haben wir jetzt gespart. Das ist aber erstmal so ein bisschen unrelatable, finde ich. Wir haben das auf der Präsentation, auf der Konferenz in Indien auch einmal visualisiert. Das ist halt so gewesen, dass wir die Klicks gezählt haben, weil ich finde, Klicks sind so ein ziemlicher Stressfaktor, wenn man so 80.000 Mal irgendwo hinklicken muss. Und beispielsweise jetzt für ein Angebot mit 11 Positionen haben die Teams, bevor sie diese neue Version von unserem Creator quasi benutzt haben, 80 Mal geklickt, was dann entsprechend Zeit gedauert hat. Und jetzt sind es halt 30, also sie haben fast 50 Klicks gespart, einfach nur durch so ein Ding, was einfach für mich ein ganz guter Wert ist oder ein ganz gutes Bild dafür ist, was einfach so eine Automatisierung bedeutet. Also Zeit ist eine Sache, aber das interessiert ja den Mitarbeiter erstmal so halb, weil den kostet das ja nicht Geld, das kostet Martin Geld in dem Moment. Aber ja, ich finde, der Faktor Stress spielt da eine große Rolle und wollte ihn nur kurz betonen. Gut, ich bin auch da, wir können mich später noch fragen. Ihr seid hier sozusagen just in time, Produktion eingelaufen, dann haben wir die nächsten Sprecher schon hier. Jetzt machen wir eine kurze Pause, könnt ihr euch einrichten.